Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. So, und wir wollen mal wieder ein bisschen weiter basteln. Die Frage ist, wie und womit? Der müsste, glaube ich, noch ordentlich am Scannen sein. Mir wurde zwar gesagt, ich muss den auf den Asteroiden setzen, aber ich würde es gerne probieren. Range 50 Meter, nein. Range 300 Meter. So. Da soll er erstmal alles abscannen. Und ich wüsste dann gerne, ob er was findet und wenn, ob er es abbaut oder nicht. Das werden wir uns erstmal in Ruhe angucken. Er soll erstmal ein bisschen scannen. So. Es wäre nämlich total toll, wenn es auch irgendwie klappen würde, ohne dass der da drauf steht. Wir gucken mal. Falls er drauf stehen muss, würde ich wahrscheinlich sowas wie ein mobiles Sensorschiff oder so erstellen. Was von unserem Trägerschiff oder was das wie gesagt wird, ausgesetzt wird. Dann kommt hier noch eine, dann wird das hier reingesetzt. Hier kommt noch ein Tor rein oder was. Und dann dockt der ab, fliegt zum Asteroiden, setzt sich da drauf mit ein paar Landefüßen und scannt dann und dann fängt das Schiff an abzubauen oder so. Das machen wir dann aber je nachdem, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Das werden wir sehen. Das werden wir alles noch sehen. So. Ich überlege gerade, eigentlich wäre es wahrscheinlich vollsinnig, wenn wir hier sowas wie Landekufen noch drunter puzzeln würden, ne? Die ausfahren können. Das wäre wahrscheinlich eigentlich vollsinnig. Dann könnten wir damit mal reinfliegen und auch landen und irgendwo andocken und so. Aber das mache ich dann, das machen wir dann extra. Die würden hier drinnen voll gut aussehen. Aber da kann ich ja nicht wegmachen. Da gucke ich mal. Vielleicht fällt mir da noch was Schickes zu ein. Aber das machen wir später. Jetzt wollen wir erstmal weiter gucken. So, wir haben die Frachträume. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir wollten... Ach so, genau. Ich wollte hier mal überlegen, wie wir das machen mit den Türen. Wahrscheinlich werde ich hier Dreiertüre, ne, so 3x2 einsetzen, die dann nicht ganz mittig platziert sind, weil anders geht's nicht. Das ist halt voll ärgerlich. Aber da hätte ich das ganze Schiff anders konstruieren müssen, wenn das hätte anders werden sollen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also Mittelgang ist, naja, so eine Sache. Müssen wir schauen. Hier muss ich auch nochmal gucken. Wahrscheinlich wird da eine Einzeltür eingesetzt. Zweiertüren haben wir halt. Das ist echt Käse. Aber ich habe das jetzt so passend gebaut alles. Weil ich dachte, wir kriegen irgendwo auch Zweiertüren weg. Das ist echt schade. Aber da finde ich auch noch eine Lösung für. So, das sind die. Hier haben wir jetzt auch die. Oben noch Produktivitätsmodule drauf und so weiter. Sauerstoff, genau. Wir wollten auch noch während der Raumaufteilung jetzt dafür sorgen, dass wir überall Sauerstoff reinkriegen. Hier haben wir nur einen. Hier könnte man eventuell noch mehr reinmachen. Da muss ich aber mal gucken. Der könnte aber auch erstmal reichen. Hier könnte noch eine Dreiertür rein. Da muss ich mal gucken. Ah, mit den Türen, das wird echt noch so eine Sache. Ich bin noch etwas unschlüssig. Das ist der. Da war ein Durchgang. Ja, okay, das geht aber so. Ah, genau, den Reaktorraum wollten wir auch noch zumachen. Wie sieht das eigentlich hiermit aus? 6000 von 8000. Okay, dauert auch nicht mehr lange, finde ich gut. Aber wir wollen hier erstmal zukleistern. 9, schwere Panzerung. So. Lüt. Erstmal den Raum noch zu kleistern. Lüt, 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 lüt.
So, und hier auch noch. So, dass wir hier die Panzerung überall fertig kriegen, das wäre schon ein Anliegen von mir. Raus. So, so und so. Alles klärchen, dann machen wir den hier noch dicht. Und dann werde ich gleich mal zusehen. Wir müssen ja noch einiges an anderen Räumen und so bauen. Das haben wir fertig. So, und jetzt hier auch noch. Auch hier die schwere Panzerung. So. So. Der Raum ist auch soweit fertig. Sehr schön. Panzerung oben war auch fertig. Alles klar. Okidoki. Achso, die Verkleidung muss da auch noch drauf, ne? Hier müsste noch... Ja, die deute ich aber erstmal nur an. So, und zwar geht's dann hier in den Raum für die Triebwerke und Maschinenraum. Der wird auch... Doch, der wird auch bis hier hingehen. Das machen wir jetzt erstmal. Da gucken wir mal, wie das mit dem Maschinenraum genau aussehen wird. So, bis hier hin. Da, da, da und da. So. Das werde ich dann auch noch etwas umbauen. Und zwar das hier, was unter den Füßen sitzt. Aber man da drunter vielleicht drunter durchgehen kann. Dass da wie so ein Wartungstunnel entsteht. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch gemacht. Bei unseren... Na, ihr wisst schon, bei dem ganz großen Bohrschiff aus der letzten Staffel. Da hatten wir das, glaube ich, auch gemacht. Und das möchte ich hier natürlich auch bauen. So. Und dann wird hier die Wand zugemacht. Und das mache ich aber so hoch. Und dann hier auf dieser Ebene zu. So. Na, komm schon, so. Alles klar. So, hier wird dann ungefähr die Bodenebene sein. Deuten wir hier mal ein bisschen mehr an. Hier natürlich auch. Wir werden noch eine Weile beschäftigt sein bei dem Schiff. Oh, oh, oh. Das wird ein bisschen sehr groß. Aber egal, dafür wird's cool. Dafür wird's richtig cool. Es wird ein Megaschiff. So. Hier machen wir auch nochmal gerade. So, genau. Bis hierhin sind die Wände. Hier, achso, da brauchen wir wieder die Bird. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und da. Und da. Alle Klärchen. Das machen wir hier auch gerade fertig. So, so, so. Dass wir hier schon mal den Eingang so ein bisschen in Form gebracht haben. So, dann zeigen wir hier, dass hier wird alles zu.
das kommt hier auch rüber, so. Da da di da di da di da dam. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Lücke. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich dieses bisschen zubaue oder nicht. Wahrscheinlich werde ich das zubauen, weil hier... Wir brauchen hier keinen Kriechgang aktuell und ja... Das wird wahrscheinlich zugekleistert einfach, dass das hier hinter Panzerung versteckt ist. Hier geht es ja eh nur zu den Reaktorräumen, da soll eh nicht so viel dran. Und hier wird ein Gang sein. Dann kommen hier natürlich die Türen wieder rein. Luftdichte Schleusentüren selbstverständlich. So, die geraden. So. Ja, das passt so. Auf der anderen Seite auch. Hier. Oh, was war das denn? So. Okay, jetzt müssen wir gerade 7 hier dazu. Und ich glaube, das wäre ganz schön, wenn wir das so machen. So, dann haben wir hier einen relativ etwas höheren Gang, der ein bisschen luftiger wirkt. Und da geht es dann hinten in den Maschinenraum an den Reaktorräumen vorbei. Sollte hier irgendwo ein großer Schaden sein und die nicht mit Sauerstoff befüllt werden oder so, kann das hier natürlich zu. Dann fahren die Notshots zu und mit den Türen kommt man immer noch rein. Weil Luftschleusentüren. Ich überlege auch eventuell an ein, zwei Stellen sowas wie Noteinstiegsluken zu machen. Dass man von außen vielleicht reinkommt, die aber sehr stark gepanzert sind oder so, die man irgendwie mit einem Code erst öffnen muss, damit nicht jeder Hinz und Kunz hier einfach einsteigen kann. So. Das haben wir da. Ba, 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 ba. So, hier wollte ich auch nichts weiter. Der Raum kann auch eigentlich zu. Der Raum müsste auch eigentlich so dann zu. So, hier zwischen zu. So, das wird hier zugemacht. Und der natürlich hier. Na. Ich deute das erstmal alles nur an. Das wird dann dazu gemacht. Okay. Hier will ich auch noch einen Durchgang. Ist ein großes Schiff, muss man von überall irgendwie reinkommen. Der war richtig rum, ne? Ja, alles klar. So, da die Tür rein. Hier ist schon eine drin. Und dann der Hauptgang. Das passt so. Hier hat man gesagt, machen wir noch einen... Genau, das habe ich auch schon angedeutet, bis hierhin. Hier kommen dann die Andock- und Landungsplätze hin. Von den schiffseigenen, ja, die schiffseigenen Schiffe. Klingt doof, ist aber so. Heißt, das Bohrschiff zum Beispiel, ein, zwei Frachttransporter, vielleicht ein Landungsschiff oder so, die können hier alle parken. Und wenn dann Gastschiffe kommen, vielleicht sogar kleine Zerstörer oder so, die hier gerade so noch reinpassen, können die hier reinfliegen und hier landen. Aber das ist, wie gesagt, hauptsächlich für die eigenen Versorgungsschiffe. Warum ist hier ein Loch? Also wäre es ausgefranst, hätte ich jetzt gesagt, okay, hier hat ein Asteroid getroffen. Ah, warte mal, es könnte tatsächlich ein Asteroid getroffen haben, aber die Naniten Control Facility hat wahrscheinlich die Ränder schon repariert.
Das könnte sein. Okay, dann machen wir auf jeden Fall wieder dicht. Da braucht kein Loch sein. Hier, das mit den Anschlüssen passt. Das passt. Hier muss... Genau, hier kommt noch ein Raumteiler hin. 1, 2... Nein, dann muss hier auch noch auf. Hier kommt noch ein normales Tor hin. Oder eine normale Tür oder whatever. So. So. Na komm. So. So. Hier ist dann zu und hier ist auch zu. So, und so weiter halt. So, da ist dann der Frachtraum. Wir könnten vielleicht vom Frachtraum auch noch eine Verbindung nach oben machen. Also eine Rohrleitungsverbindung. Aber da gucken wir mal. Da gucken wir mal. Hier muss ich mal schauen, dass ich irgendwie da eine Trennwand auf jeden Fall hinmache. Wo die Versorgungsröhren durchlaufen. Und hier auch. Warte mal. Ich mache hier mal gerade so, Durchgang nach unten. Können wir hier... Ja, das geht, ne? Das geht auf dieser Ebene. Nur an der Stelle war natürlich total blödsinnig. Warte mal. Also hier... Das war totaler Quatsch. Das bleibt natürlich zu. Das ist ja direkt hier auf der, ne? Hier ist Wand. Und hier ist Wand. Dann brauche ich da keine Rohrleitung, weil das wird überall nur in den Wänden enden. Das wäre ja totaler Quatsch. Und hier... In den Räumen machen wir das nicht. Ah, warte mal. Ich habe Idee. Ah, nee, das ist auch Käse. Hier auf der Ecke ist auch blöd. Weil hier auf die Ecke kommen ja im Zweifel Türen. Aber der Gang sollte im Zweifel auch belüftet sein. Aber wie machen wir das? Düdelü. Wie belüften wir denn die Gänge? Weil ich will die schwere Panzerung hier nicht durchlöchern. Dementsprechend kommen hier keine anderen Sachen rein. Die hat hier ja schon Zugangspunkte. Mehr sollten es nicht werden. Mehr sollten es nicht werden. Aber hier muss irgendwie noch eine Belüftung rein. So auf die Höhe. Hier so, warte mal. Dilüt. Da ist er. Zum Beispiel da so. Die Frage ist, kriege ich den? Den kriege ich bestimmt hier hin. Die Frage ist, wie schließen wir den am dürfsten an? Machen wir dann... Ja, nee, da also schon mal nicht. Das ist Kappes. Das ist Kappes. Das machen wir anders. In der Außenwand wäre auch Käse. Hier könnte aber Belüftung durchlaufen. Hier könnte eine Belüftung durchlaufen. Und dann, ich muss mal gerade, der müsste es sein. Ja, das sieht gut aus. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Luftversorgung zum Beispiel hin.
Und zwar, da muss ich mal gerade gucken. Nehmen wir den dafür raus. Das ist nur ein normaler, genau. Und den auf der anderen Seite nehmen wir dafür raus. So. Wir machen das von beiden Seiten, damit wir wieder so ein bisschen Ausfallsicherheit haben. Kurve T-Shape. T-Shape ist gut. So. Und hier auch. So. Und dann haben wir die nötige Ausfallsicherheit. Dass, falls die Rohrleitung zu einer Seite beschädigt ist, dass von der anderen Seite wenigstens noch Sauerstoff zur Verfügung gestellt wird. So. Maintenance Cube. Dam, dam, dam. Da kann noch ein Lüfter rein. So, so. Da muss ein T-Shape hin. Da darf auch noch ein Lüfter hin. So, 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 so. Alle Klärchen. 7 waren, glaube ich, die. Jawohl. Das waren die internen Ventilatoren. Damit auch hier natürlich zum Durchgehen immer Sauerstoff zur Verfügung steht. Ba, ba, ba. Dann machen wir hier wieder ein T-Shape-Dingensbummens. Da. Moment. So. Ja, das passt so. Das passt so. Und dann ein gerade. Noch ein gerade. Hier brauche ich dann die Adaptors. Ba, 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 ba. Nicht straight, curved, T-Shape. Plus Shape, genau. So, beidseitig. Oder? Nee, Plus Shape will ich gar nicht. Ah, das ist... das ist doof. Ja, doch, wir machen Plus Shape. Wir machen Plus Shape dran, so. Machen wir nur einen. Wir machen erstmal nur einen. Wir machen erstmal nur einen. So, dann hier ganz normal Maintenance Cube wieder. Zap, zap, zap. Da, da und da. So, und hier dann auch wieder. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da Plus brauche. Oder. Doch, da sollte ich auch Plus machen. Hier muss noch ein Gang vor. Oder? Muss hier ein Gang vor? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Hier muss kein Gang hin. Doch, hier kommt aber ein Treppenhaus hin. Ich guck später. Da kommt auf jeden Fall erstmal so einer hin, da kommt so einer hin. Hier kommt dann auch Belüftung dran und hier neben kommt die Tür. Da können wir gerade schon mal dran arbeiten. So, 4. Die 4 muss hier, so. Hier kommt eine Tür hin. Das heißt, hier muss auf jeden Fall Gang hin. Doch, hier kommt auf jeden Fall ein Gang hin. Das heißt, der kann auch dadurch belüftet werden. Das heißt, wir können hier auch den Plus Shape montieren. So, sehr schön. Okay, und dann kommen da nämlich die Lüfter dran. Für die Belüftung, Sauerstoff, düdelüdelüd. Moment, nein. So war richtig. So, die werde ich dann auch noch ein bisschen wieder natürlich einlassen, ne, dass das ein bisschen hübscher aussieht. So, da Lüftung für Gang und so weiter. Und hier oben dann auch. So und hier. Ist dann neben der Tür, das ist aber nicht schlimm. So, da läuft die Sauerstoffversorgung durch. Da, 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 da. Ja, okay. Dann haben wir da schon mal Sauerstoffversorgung. Haben wir hier auch noch irgendwo? Nee, ne? Da in dem Raum habe ich noch drin.
In diesem hier habe ich auch noch nicht. Gut, wobei hier können wir das natürlich ganz easy machen. Ach hier, ja, können wir ganz easy machen. Habe ich schon. Habe ich schon ganz easy gemacht. Alles gut. Hier sind schon Sauerstoffdinger drin. Hier sind auch welche drin. Alles klar, okay. Guti, guti. Dann können wir hier eigentlich auch andeuten, dass wir hier zubauen werden. Ja. So, so. So, so. Ja, machen wir mal so. So, so, so. Irgendwo dötze ich gerade gegen, alles klar. So, das wird dann auch zugemacht, auch hier drüber. Der wird auch zugebaut und mit eingebaut. So. Das wird hier getrennter Raum und der hat da Sauerstoff, der hat da Sauerstoff. Hier wird zugemacht. Dann könnte man aber mal schauen. Man könnte hier direkt noch so ein in alle Himmelsrichtungen Teil. Moment. 6. Ja. Das müsste der in alle Richtungen sein, ne? Ja. So, der kann dahin. Und dann darf hier noch ein integrierter... Da, 5. Tada! Achso, ich habe gar nicht genug Material, aber egal. Okay, und wenn wir den dann da haben... Dann haben wir hier den Raum auch direkt belüftet. Das ist supi. Und hier neben, hier in dem Bereich, hier in die Ecke oder was, mache ich dann noch ein Treppenhaus, damit man hier auch wieder nach oben kommt. Ich müsste auch irgendwo noch einen Fahrstuhl machen. Oder mehrere. Verdammt, wo baue ich denn Fahrstühle ein? Okay, da mache ich mir bis zur nächsten Folge Gedanken drüber. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder an unserem Folgenende. Da mache ich mir zur nächsten Folge Gedanken drüber. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes an Fahrstühlen integrieren können. Denn wenn das Schiff so viele Decks kriegt, immer nur Treppe laufen ist ja doof. Das ist ja modern. Da hätte ich, glaube ich, gerne ein paar Fahrstühle. Da werde ich mir noch was zu einfallen lassen. Ich gucke mal gerade, ob es dafür irgendwie fertige Sachen gibt. Oder, ja, oder ob ich da selber was puzzeln muss. Aber auf jeden Fall, ich will Fahrstühle haben. Fahrstühle finde ich eine gute Idee. So eine Art Turbolift-System. Nur wird das wahrscheinlich nicht seitlich fahren. Das wird ein bisschen sehr aufwendig. Aber wenigstens über die verschiedenen Decks nach oben und unten. So, also, wie gesagt, ich bin schon wieder am Überziehen. Aber wir liegen noch gut in der Zeit eigentlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Macht's gut, ciao.